Wir haben uns ja vor kurzem über Sicherheit und Datenschutz unterhalten und was man da bei Bildungsformaten beachten sollte. Genau, und heute möchten wir uns zwei Themen daraus noch einmal vertiefend anschauen, die wir besonders wichtig finden, nämlich zum einen, wie man sichere Tools für Bildungsveranstaltungen auswählt und zum zweiten, wie man diese Tools dann auch sicher und datenschutzkonform anwenden kann. Und wir kommen gleich zur Tool-Auswahl. Auch bei ähnlichen Tools gibt es oft große Unterschiede bei Datenschutz und Sicherheit und man muss ein bisschen genauer hinschauen, um zu erkennen, wie sicher ein Tool ist. Zuerst ist es meistens hilfreich, sich auf der Website des Tool-Anbieters umzusehen. Laut DSGVO gibt es eine Informationspflicht für Websites, die personenbezogene Daten verarbeiten. Die meisten machen das in Form einer Datenschutzerklärung. Auch außereuropäische Websites haben meistens Informationen zu Datenschutz bzw. Privacy auf der Website. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kann ich so eine Info überhaupt beurteilen? Nach welchen Punkten soll ich dabei Ausschau halten? Dazu befragen wir den Experten, Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger. Es kommt nochmal darauf an, wo ich die Datenschutzerklärung finde. Datenschutzerklärung oder vielleicht viel breiter Nutzungsbedingungen, die oft auch mit Datenschutzerklärung ein bisschen vermischt werden, findet man ja je nach Tool unterschiedlich. Es gibt es im Tool, also innerhalb einer App, innerhalb einer Software, quasi im Lizenzvertrag, dem man am Anfang zustimmen muss. Es gibt das Ganze auf der anbietenden Webseite. Da darf man es dann aber nicht damit verwechseln, dass auf der Webseite auch für die Webseite selbst eine Datenschutzerklärung zur Verfügung steht, also quasi welche Cookies werden auf der Webseite verwendet. Oder zum Beispiel, weil es eine Art Packungsbeilage kann ein PDF sein, bei einer Hardware ist. Wenn ich mir so eine Datenschutzerklärung durchlese, dann kommt es einmal darauf an, um zu wissen, wer verarbeitet welche Daten von mir. Und da muss ich einfach schauen, welche Daten, die von mir eingegeben werden können, werden verarbeitet. Und je nachdem kann ich dann auch beurteilen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Tool gewissermaßen, weil wenn da zum Beispiel drinnen steht, wir verwenden Ihre Daten mehr oder weniger ungefragt, weil so richtig zustimmen tue ich dann oft nicht, für Werbezwecke und geben sie nicht nur selbst unsere eigene Marketingabteilung weiter, sondern geben sie zum Beispiel auch Dritten weiter und das können auch Dritten im Ausland sein, dann ist das eher ein schlechter Deal. Also man gibt sozusagen relativ viele Rechte gleich einmal her. Und wie gesagt, man muss auch schauen, welche Daten konkret verarbeitet werden. Sind es Daten, die im Computer drinnen sind, also diese Software oder diese App automatisch vom Gerät holt, oder sind es Daten, die ich zum Beispiel eingebe, zum Beispiel Daten von meinen Studierenden. Da muss man einmal überlegen, was kann man alles an Daten eingeben, also ist das nur Name, Adresse, vielleicht E-Mail-Adresse, weil man sich einfach einen Account anlegen kann, das sind relativ wenige Daten. Aber wenn sozusagen diese App sehr viele Daten fordert, also Name, Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Bankkonten und so weiter, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel, muss man sich trotzdem überlegen, ist das überhaupt das richtige Tool? Denn worauf wir immer achten müssen, grundsätzlich, also wenn ich sichere Tools auswählen möchte, dann wird diese Sicherheit, diese Datensicherheit gewissermaßen, wird in der Datenschutzgrundverordnung abgebildet durch sogenannte Privacy by Design, also datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Das bedeutet, Software, jedwede Software soll heutzutage so designt sein, dass nach Möglichkeit möglichst wenige Daten verarbeitet werden und diese auch möglichst sicher. Also dass sozusagen immer, wenn ich die Möglichkeit habe, gebe ich diese Daten frei, teile ich diese Daten, das nicht automatisch sein soll, sondern ich da aktiv zustimmen muss. Das ist quasi, möchte ich innerhalb der App beispielsweise auf einer Lernplattform mein Profil öffentlich stellen gegenüber den anderen Studierenden, dann soll das nicht automatisch so sein, wenn man es ganz hart sieht, sondern soll ich das selbst auswählen können. Also vielleicht jetzt nicht Lernplattformen, wo es relativ wenig Sinn machen würde, aber trotzdem so in die Richtung geht das. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich zwischen zwei Software-Tools entscheiden muss, dann soll ich auch hier ein Auge darauf haben, zu sagen, okay, wer frisst sozusagen mehr Daten, wer verarbeitet mehr Daten und der mehr Daten verarbeitet, das soll dann nicht die erste Wahl sein in Wirklichkeit. Außereuropäische Anbieter sind immer eine Herausforderung. Das hat den Grund, dass durch die Datenschutzgrundverordnung ja gesamteuropäisch der Datenschutz auf ein einheitliches Level gehoben wurde. Man muss dazu sagen, dass bereits vor der Datenschutzgrundverordnung aufgrund der Datenschutzrichtlinie, wo zum Beispiel unser altes Datenschutzgesetz 2000 auch darauf basiert hat, wir sowieso schon einen gewissen Standard gehabt haben, auf der ist jetzt sozusagen noch angehoben worden. Und Länder, die nicht innerhalb der EU sind, die sind Drittstaaten. Bei Drittstaaten muss man immer unterscheiden, sind es sichere Drittstaaten oder unsichere Drittstaaten. Sichere Drittstaaten sind jene, mit denen die EU
entsprechend einen Staatsvertrag, also ein internationales Übereinkommen abgeschlossen hat. Das beste Beispiel dafür ist Amerika mit dem Privacy Shield Agreement. Da wird quasi gesagt, es werden in diesem Land gesetzgeberisch, verwaltungstechnisch Maßnahmen ergriffen, dass der Datenschutz mit demjenigen in der EU einfach vergleichbar ist. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ein Land kein sicheres Drittland ist, weil eben diese Garantien nicht gegeben werden können, dann gibt es die sogenannten Standardvertragsklauseln. Das sind sozusagen für ein Unternehmen Klauseln, die im Vertrag eingebaut werden können, wo das Unternehmen gewisse Garantien gibt, dass es eben Daten entsprechend sicher behandelt. Also das geht nicht nur so sehr um den Datenschutz, sondern auch um die Datensicherheit. Da geht es zum Beispiel darum, wie werden die Server geschützt, beziehungsweise auch, welche Personen, welche Organisationen in diesem Drittstaat haben Zugriff auf diese Daten. Weil was halt zum Beispiel ein Problem ist, ist das, wenn ich sage, ich speichere meine Daten außerhalb von Europa und dort hat dann zum Beispiel die Regierung oder Polizeibehörden so einfach und viel einfacher vielleicht wie bei uns, nämlich ohne Durchsuchungsbefehl, ohne Beschluss und dergleichen Zugriff auf die Daten. Das ist eine Gefahr da und da sagt man dann, okay, das wäre dann ein unsicheres Drittland, weil es eben die Garantien nicht gibt und dann muss sich das Unternehmen darum kümmern. Was viele Unternehmen machen, die aus Drittländern sind, dass sie einfach entsprechende Server im europäischen Raum aufstellen und dann die Dienste, die für Europa sozusagen sind, dann wirklich in Europa auf dem Server laufen lassen, dass wir auch hier kein Problem haben. Ja, möglichst sichere Tools auswählen, da ist der erste Blick einmal in die Datenschutzerklärung, einfach mal zu sagen, was für Daten werden zwingend verlangt, also welche kann ich optional eingeben, welche werden zwingend verlangt. Das sollten halt auch nur jene Daten sein, die dort benötigt werden, zum Beispiel jetzt bei einer App, wenn ich sage, es soll sich jemand, nämlich meine Studierenden, dort einen Account machen, dann brauche ich eigentlich von denen jetzt einmal primär Name, eine E-Mail-Adresse und ein selbstdefiniertes Passwort, das ich gar nicht kennen muss. Aber zum Beispiel Adresse, Alter, Telefonnummer und so weiter, da wird es dann irgendwie schwierig. Also ja, das kann man abspeichern, warum nicht? Aber es sollte eher optional sein. Also wenn das lauter zwingende Felder sind, wo dann auch noch gesagt wird in der Datenschutzerklärung, diese ganzen Daten werden auch zu Werbezwecken an dritte Unternehmen weitergegeben, das ist definitiv ein Problem. Das heißt, einerseits eben schauen, welche Daten muss ich zwingend eingeben in der Eingabemaske, da brauche ich auch die Datenschutzerklärung nicht lesen, dann bei der Datenschutzerklärung zu schauen, wo werden die Daten genau verwendet, insbesondere wohin werden sie weitergegeben, wie erhalte ich überhaupt eine Information, ob sie weitergegeben werden oder wird nur gesagt, wir geben unsere Daten weiter. Und das dritte ist eben zu sagen, gibt es datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Also quasi muss ich im Zweifel Daten separat bekannt geben und nicht, sie werden automatisch bekannt gegeben oder automatisch synchronisiert. Das sind so drei wesentliche Steps, wo man das meistens auch sehr gut auswählen kann. Ausgewählte Tools möglichst sicher einzusetzen, ist ebenfalls nicht so sehr Datenschutz, sondern mehr Datensicherheit. Da geht es eben generell um den eigenen und den persönlichen Umgang mit Daten bzw. mit Hardware und Software. Also wenn ich die Software, brauche ich ja irgendwo auf einer Hardware, zum Beispiel auf einem Server, wenn ich das laufen habe, das entsprechend schützen. Beziehungsweise wenn ich es auf einem Endgerät habe, auch einem mobilen Endgerät, auch dieses entsprechend schützen. Also einfach mit Passwort sichern, das Passwort vielleicht nicht 1, 2, 3, 4, sondern ein bisschen komplizierter, das Passwort auch hier und da ändern, dann geht es an sich recht leicht und auch letztlich die Studierenden dazu anhalten, auch ihre Daten entsprechend zu sichern. Also das ist schon fast Teamarbeit und hängt, wie gesagt, dann nicht so sehr davon ab, ist das jetzt aus einem Drittland ein Tool oder gibt es da irgendwas mit der Datenschutzerklärung, sondern geht es nur rein darum, wie gehe ich damit um, weil es ist in Wirklichkeit, macht es nicht viel Unterschied, wenn ich eine Datenbank, ein Tool auf einem Laptop habe oder wenn ich einen Papierordner habe, den werde ich auch, wenn ich am Wochenende zum Beispiel nach Hause gehe, entsprechend versperren und so sollte ich das auch mit elektronischen Geräten und mit Software entsprechend halten. Bei Software, die man für die Kommunikation mit Teilnehmerinnen einsetzen möchte, sollte man darauf achten, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet, dass der Klartext einer Nachricht nur beim Absender und dann wieder beim Empfänger lesbar ist und dazwischen von niemandem, auch nicht vom Softwareanbieter, eingesehen werden kann. Auch fast alle Messenger-Apps nutzen inzwischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber Achtung! Trotzdem bleiben die Daten der Anwenderinnen nicht vollkommen anonym. Apps wie WhatsApp greifen zum Beispiel auf die Telefonbücher der Nutzerinnen zu und können sämtliche Telefonnummern einsehen. Sie können außerdem sehen, wer, wem, wann geschrieben hat,
auch wenn sie den Inhalt der Nachricht nicht kennen. So sind einzelne Nutzer und Nutzerinnen eindeutig identifizierbar. Auch Freundeskreise oder bevorzugte Standorte lassen sich ermitteln. Mit solchen Daten verdienen die Unternehmen Geld, da sie sie unter anderem für personalisierte Werbung verwenden. Mehr Sicherheit bieten Messenger-Apps, die anonym nutzbar sind, keine umfangreichen Berechtigungen verlangen bzw. deren Quellcode frei zugänglich ist. So kann man den Code einsehen, hinterfragen und verbessern. Mögliche Sicherheitslücken sind dabei schneller ersichtlich. Generell sollte man bei Apps checken, welche Berechtigungen bereits standardmäßig vergeben werden. Ein entsprechender Hinweis findet sich im App Store oder in den Einstellungen. Wenn beispielsweise eine mobile Taschenlampen-App eine Berechtigung anfordert, auf das Mikrofon des Smartphone-Nutzers oder der Nutzerin zuzugreifen, ist das keine notwendige Berechtigung. Ja, es gibt also ganz schön viel zu beachten, wenn man sichere Tools auswählen möchte. Und es ist nicht immer leicht für die Nutzerinnen, die Unterschiede gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Deswegen haben wir einige Tools verglichen und wir haben Ihnen eine Liste von tendenziell sicheren Tools zusammengestellt, die Sie auch herunterladen können und die Ihnen eine erste Orientierung über sichere Tools bieten soll. Ja, anhand der Liste kann ich dann ein passendes Tool für mich auswählen, überprüfe vielleicht noch kurz, ob es dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Ganz wichtig dann aber, nicht nur wie ich es auswähle, sondern wie ich damit umgehe. Das sicherste Tool nützt mir nämlich gar nichts, wenn ich es unsicher verwende. Ich bringe dafür vielleicht ein Beispiel, das in der Praxis leicht passieren könnte. Ich habe mir jetzt beispielsweise eine Messenger-App ausgesucht für die Arbeit mit meinen Teilnehmerinnen. Die hostet in Europa, arbeitet mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Teilnehmenden haben sich selber angemeldet, also ich habe selber keine Zugangsdaten vergeben. Alles in bester Ordnung. Und dann kurz bevor ich auf diese Veranstaltung gehe, schreibe ich mir noch ein Post-it mit meinen eigenen Zugangsdaten und lasse das bei meinen Unterlagen irgendwo im öffentlichen Raum liegen. Somit kann eigentlich jeder, der dieses Post-it findet, mit meinen Zugangsdaten dort einsteigen. Und wenn die Teilnehmenden irgendwelche persönlichen Informationen in diesem Tool hinterlassen haben, sind sie ab dem Moment öffentlich zugänglich und alle Sicherheitsvorkehrungen sind wieder unterlaufen. Genau, und deswegen, weil das eben so leicht passieren kann, haben wir neben der Tool-Auswahl auch noch ein paar Tipps zum Tool-Einsatz zusammengefasst. Schauen wir uns gleich einmal an, worauf es dabei ankommt. Ich habe jetzt also ein prinzipiell sicheres Tool ausgewählt und möchte es datenschutzkonform und datensparsam einsetzen. Zur Datenschutzkonformität muss ich als Kursleitende oder Bildungsmanagerin natürlich dafür Sorge tragen, dass das geltende Datenschutzrecht eingehalten wird. Das heißt, es muss zunächst einmal eine Grundlage dafür geben, dass ich überhaupt die Daten meiner Teilnehmerinnen verwenden darf. Das kann aufgrund eines Gesetzes, einer vertraglichen Vereinbarung oder der Zustimmung der Teilnehmerinnen geschehen. Daneben gibt es noch weitere sogenannte Erlaubnistatbestände, die wir aber jetzt nicht im Detail behandeln wollen. In der Praxis muss ich gleich bei der Anmeldung zum Kurs auch eine Info geben, welche Daten da erhoben und verarbeitet werden, zu welchem Zweck und auf Basis welches Erlaubnistatbestands das passiert. Die Information muss aber nicht extra nochmal von den Teilnehmerinnen bestätigt werden. Ganz wichtig allerdings, es muss für die Teilnehmerinnen verständlich und nachvollziehbar sein, was mit ihren Daten passiert. Und daran muss ich mich dann auch halten. Ich sollte keinesfalls nachträglich Daten für andere Zwecke verwenden, ohne dass die Teilnehmerinnen informiert sind. Datensparsamkeit ist ein weiterer wichtiger Grundsatz. Das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass möglichst wenig Daten preisgegeben werden. Beispielsweise kann man für verwendete Tools anonymisierte Kurszugänge ohne personenbezogene Daten anlegen, die die Teilnehmerinnen im Kurskontext nutzen können, ohne sich mit ihren persönlichen Zugängen einloggen zu müssen. Zum Beispiel kann ich eine kostenlose, anonyme E-Mail-Adresse anlegen und damit einen Kurszugang einrichten, den meine Teilnehmerinnen nutzen können. Ist es anders nicht möglich und müssen persönliche Zugänge verwendet werden, sollte man darauf achten, geschützte Lernumgebungen zu schaffen, die für Externe nicht zugänglich sind, zum Beispiel private Gruppen oder virtuelle Lernräume. Die Einstellungen sollten optimiert, das heißt so sicher wie möglich gewählt werden. Bei Apps sollten alle nicht notwendigen Berechtigungen deaktiviert sein.
Die Teilnehmerinnen sollten darüber informiert sein, welche Daten von dem jeweiligen Tool verarbeitet werden und wie sie ihre Einstellungen selbst optimieren können. Vor allem bei Teilnehmerinnen mit wenig digitalen Vorkenntnissen sollten Grundlagen zu Sicherheitsthemen vermittelt werden. Dazu gehören auch Themen wie die Verwendung von sicheren Passwörtern oder sicheren Internetverbindungen bzw. HTTPS-Seiten. Falls jemand ein Tool aus Datenschutzgründen nicht verwenden möchte, sollte eine Alternative angeboten werden. Ja, gut, dass wir uns das noch einmal so detailliert und konkret in Erinnerung rufen. Es geht also wirklich darum, rechtliche Grundlagen zu beachten, die Teilnehmenden zu informieren und datensparsam vorzugehen. Es gibt wirklich einiges zu tun. Da würde es vielleicht manchmal nahe liegen zu sagen, na, das ist mir alles zu kompliziert, das ist mir alles zu heiß, ich verzichte einfach von vornherein auf das ganze digitale Zeug. Theoretisch kann man das schon sagen, in der Praxis ist es aber sehr schwierig. Unser Leben ist einfach schon sehr stark von der Digitalisierung durchdrungen und es ist wirklich ganz schwer, sich da völlig herauszuhalten. Wie wir gesehen haben, reicht es eigentlich schon, wenn jemand anderer meine Telefonnummer hat und gleichzeitig eine Messenger-App installiert hat. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Datenschutz egal ist und dass ich darauf nicht schauen soll. Natürlich, besser ist es auf jeden Fall, ich informiere mich gut und nutze die Tools dann auf eine bewusste und informierte Art und Weise. Auf diese Weise kann ich auch das notwendige Bewusstsein bei den Teilnehmenden schaffen.